Dann könnten wir Frederik anrufen. Geht es? Ja, wenn man weiß, wie es geht. Dann mache mal, du mich hornige. Wegbeschreibung. Bei dem, was jetzt wieder nicht geschnackelt hat, muss ich jetzt halt wieder mal Klärbär spielen. Also, jetzt wollen die Gitschen und der Abzwickte ja zum Frederik. Und dazu brauchen sie auch eine gescheitbeidelte Wegbeschreibung. Die gibt's im Radio. Anschnallzeit. Piep. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Frederik aus dem Radio. Wir haben seine allgemeine Wegbeschreibung, wie sie zu mir finden können, die ist toll. Sollen wir dem Radio vertrauen? Rückwärtsgang, benutzen Sie ihn. Macht allgemeinen Polizisten Angst. Halten Sie vom Bus, legen Sie dann den ersten Gang ein, um dann an einem Polizeiauto mit quietschenden Reifen vorbeizuheizen. Scheibenwischer anmachen, weil es normalerweise dann mit Regnen anfängt. Rechts, piep, falsch abgebogen. Jetzt müssen Sie leider an zwei Motorradrollern vorbeifahren, drei Leute vom Zebrastreifen verscheuchen, um dann wieder rechts neben Twingo einzufahren und jetzt sind Sie wieder auf der richtigen Spur. Linksrutscher. Nach dem Linksrutscher heftig am Lenkrad rütteln, es steigert die Konzentration. Dann rechts am Tiger Woods Auto, vorbeibiegen, Gehweg besteigen. Um Benzin zu sparen, drei Leute nach Spritzen und auf Flashstein weiterfahren, nachdem man den zweiten Gang geschalten hat. Nur weiterfahren, aber nur dann, wenn zwei Polizeiautos hinter ihm sind. Dann guten Blick auf die Minischleichwerbung und rechts abbiegen. Frisur richten, Bordstein besteigen, Regen wegwischen und vergewissern, dass man verfolgt wird. Dann dafür sorgen, dass genau drei allgemeine Polizisten aus dem Auto ist. Und weil ich Wilhelm Telzo mag, fahren sie diese hohle Gasse entlang, weil er durch die kommen muss. Und um sich wie eine Telekom-Aktie zu fühlen, müssen sie jetzt singen. Nutzen sie dazu die schöne Treppe und die Hand an die Scheibe nicht vergessen. Stufe, Hand an die Scheibe nicht vergessen, Motorrad, Stufe, Vorsicht, Stufe, erfolgreich gelandet. Nur weiterfahren, falls Sie ein Motorradfahrer mit weißem Helm folgen sollte. Sollte er schwarz sein, dann in der Nase popeln und anhalten. Falls nicht, dann müssen Sie jetzt leider den Gehweg besteigen. Weg Bodyslam und zwei allgemeinen Passanten machen, aber nur wenn es ein BMW ist. Fahren Sie synchron mit dem allgemeinen Motorradfahrer, der eigentlich nur ein schlecht gemachter Bluescreen ist, bis die Straße sich nicht gab. Dann reißt sich ein Haar, stecken Sie durch ein Nadelöhr und damit haben Sie die perfekte Voraussetzung für die nächste Haarnadelkurve. Dann werden Sie zum Geisterfahrer, weil ich so ein riesen Fan von Ghostbusters bin. Das ist toll. Weichen Sie allgemein manchmal dem Gegenverkehr aus, weil Sie bedenken müssen, dass Sie kein wirklicher Geist sind. Und das ist nicht toll. Dann fällt ein Transport um, aber nur weiterfahren, wenn er die Farbe rot, blau, grün, gelb war's, gelb weiterfahren hat. Bananenschale aus dem Fenster werfen, bei Erfolg Blechschaden. Dann macht der Koffer noch ein 360 Pina Colada. Und dann nur weiterfahren, wenn der Franzose im Amerikaner eine hinten reingibt. Dann in dritten Gang schalten und hier auf der Straße nachspritzen. Dann durchs Renault, Tor, durchs VW, Tor, 2:0 für mich und das ist toll. Und um Benzin zu sparen, verwirren Sie den allgemeinen Motorradfahrer hinter sich mit gutem Vollhaarwackeln. Da es in Afrika nachts immer so feucht ist wie hier, fahren Sie über den Zebrastreifen und besteigen somit den Bordstein. Falls Sie jetzt noch nicht angerufen haben, können Sie jetzt in der Telefonzelle, ansonsten kaputt machen. Fahren Sie mit dem allgemeinen Blinkebubi synchron, bis Ihr Partner, in diesem Fall der allgemeine Blinkebubi, einen Super Somalia Sultan Salto macht, den die Jury aber mit 8 Punkten bewerten muss, damit man rechts abbiegen kann.